Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Vorgestern war der erste Adventssonntag, heute ist Barbara-Tag und in zwei Tagen kommt der Nikolaus. Sie sehen es, jetzt in der Adventszeit gibt es sehr viele christlich motivierte Bräuche und Rituale. Und pünktlich zu Beginn der Adventszeit hat der Landeshauptmann unserer Nachbarprovinz, Maurizio Fugatti, der neue starke Mann der Lega, gefordert, dass in allen öffentlichen Gebäuden das wohl wichtigste religiöse Symbol, nämlich das Kruzifix, das Kreuz, aufgehängt werden soll, vor allem in den Schulen. Ist das wirklich noch zeitgemäß oder eine reine politische Provokation? Oder braucht es vielleicht auch in Südtirol eine solche Kruzifixverordnung? Darüber diskutieren wir heute Abend. Doch bevor es losgeht, führt uns Petra Gaslitter in das Thema ein. Religiöse Symbole spielen vor allem in der begonnenen Adventszeit eine große Rolle. Und genau jetzt hat der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti von der Lega für Aufsehen gesorgt. In seiner programmatischen Rede im Trentiner Landtag hat Fugatti erklärt, dass in allen öffentlichen Gebäuden im Trentino Kruzifixe obligatorisch aufgehängt werden sollen. Das betrifft vor allem die Schulen. Außerdem sollen Schulen christliche Weihnachtskrippen aufstellen. Der entsprechende Beschluss ist bereits ausgearbeitet worden. In Triest verabschiedete der Gemeinderat schon eine Neuregelung für das Schulwesen, die vorsieht, dass in den Gemeindekindergärten ein Kreuz hängen soll. Laut der Lega soll damit an die christlichen Wurzeln des Landes erinnert werden. Ist das eine absolut übertriebene Verordnung, weil nicht mehr zeitgemäß? Oder ist das eine richtige Maßnahme, weil wegen falsch verstandener Toleranz viele religiöse Symbole aus dem Alltag verschwinden, in erster Linie das Kreuz? Wenn die SVP mit der Lega in Südtirol regiert, soll auch bei uns eine solche Kruzifixverordnung erlassen werden. Darüber diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Ein heikles Thema, also mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen. Ich habe es ja auch vorhin schon in der Live-Schalte zur Tagesschau gesagt. Einige Gesprächspartner wollten heute auch nicht dazu Stellung beziehen. Deshalb freut es mich, dass Sie es tun. Und zum einen Robert Hochgruber, Religionslehrer und Mitglied der Diözesansynode. Und zum anderen Andreas Leiter-Reber-Obmann, der Freiheitlichen und Neolandtagsabgeordneter. Schön, dass Sie beide kommen konnten. Guten Abend. Herr Hochgruber, was halten Sie denn jetzt von diesem Vorschlag, von dieser Forderung des Trentiner Landeshauptmannes, man solle in allen öffentlichen Gebäuden und vor allem in den Schulen Kruzifixe fix aufhängen? Wie ich von diesem Gesetzentwurf gehört habe, habe ich mich zunächst gefragt, was will Herr Landeshauptmann Fugatti? Heißt das, dass er das Christentum fördern möchte? Heißt es, dass er Angst darum hat, dass die christlichen Werte bei uns verschwinden? Heißt es, dass hier eine Partei mit christlichen Symbolen versucht, Politik zu machen? Ich möchte erinnern, dass diese Kreuzesverordnung, die es heute ja auch für die Schulen gibt, von 1870 bis 1924 in Italien nicht existiert hat. Erst der Faschismus hat vielleicht auch, um der Kirche etwas entgegenzukommen, diese Verordnung erlassen. Ich möchte das nicht mit heute vergleichen. Wohl aber frage ich mich, ob das zielführend ist. Wenn wir die christlichen Wurzeln unterstützen möchten, dann gäbe es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Darüber werden wir sicherlich noch im Laufe der Sendung diskutieren. Andreas Leiter-Reber, finden Sie es, wie es auch Herr Hochgruber so fragend formuliert hat, zielführend, wenn der Landeshauptmann des Trentinos sagt, ja, ich fordere, dass verpflichtend Kruzifixe in öffentlichen Gebäuden angebracht werden? Wie schon betont worden ist, wir haben ja die dementsprechende Gesetzgebung, dass es in den Schulen vorgesehen ist. Das hat auch das demokratische Italien nach dem Krieg wieder bestätigt und wiederholt. Also das gibt es ja bereits. Wenn, dann kann man dann auf lokaler oder regionaler Ebene das halt nochmal bekräftigen oder zum Ausdruck bringen. Aber die italienische Gesetzgebung sieht das ja schon vor. Und wir dürfen nicht vergessen, dass ja diese Diskussion nicht nur jetzt in Südtirol oder beziehungsweise im Trentino stattfindet. Das hatten wir in Südtirol vor einigen Jahren auch und sie ploppt auch regelmäßig auch bei unseren Nachbarn auf. Wir haben ja in Bayern genau dasselbe, wo Ministerpräsident Söder das Kreuz sozusagen verpflichtend per Erlass auf alle Institutionen öffentlicher Natur ausgeweitet hat. Und in Österreich haben wir sowieso das Konkordat, das das vorsieht seit 1933. Mit diesem König, darf ich zurückfragen? Gerne. Wozu? Das heißt, mit welcher Absicht? Die direkten Beweggründe. Wir haben ja hier in unserem Lande sehr viele religiöse Symbole. Von den Kirchen, von den Wegkreuzen, die ja sehr gut und mit Freude gepflegt werden. Wenn jemand ins Land kommt, dann sieht er automatisch, dass das ein christliches Land ist. Ist es dessen wegen notwendig, hier eine Verpflichtung einzuführen?
was die Beweggründe vom Landeshauptmann Fugatti sind, das muss man ihn selber fragen oder die Lega fragen oder auch einen Vertreter der Volkspartei hätte man fragen können, die ja jetzt in Koalition geht und sicher auch Gelegenheit darüber hat. Na gut, Landeshauptmann Fugatti, Herr Leiter, sagte ja, damit soll an die christlichen Wurzeln des Landes erinnern. Ja, und ich sehe daran nichts Verwerfliches. Ich glaube, dass alle, auch die, unsere Nachbarn in Bayern oder in Österreich, genau dasselbe damit verbinden, dass man sagt, einerseits das religiöse Symbol, aber auch das Kreuz in der Interpretation des christlichen Europas beziehungsweise unserer Gesetze auch, die ja auch vom Christentum durchdrungen sind. Die sind ja nicht völlig losgelöst, unser Gesellschaftsbild. Ja, da müssten wir weiter diskutieren. Gerne. Denn das wäre die genaue Frage. Und da ist auch die Frage, ob die Lega hier das christliche Menschenbild, die christlichen Prinzipien, die wir ja von diesem Jesus von Nazareth, vom Evangelium her übernommen haben, ob die dahinter stehen. Ob die diese Prinzipien, das wäre Menschlichkeit, das wäre Liebe, das wäre Frieden, das wäre Nicht-Ausgrenzung eines Menschen. An der Krippe in Bethlehem waren ja die Ausgegrenzten, das heißt die Hirten, religiös Ausgegrenzte. Und hier auf einmal sollten Menschen ein Symbol vorgesetzt werden, das für sie fremd ist, zunächst einmal, das sogar verpflichtend ist für alle. Ich sehe da große Probleme, auch wenn ich eine große Achtung vor diesem Symbol habe. Ich als Religionslehrer habe hier auch mit vielen Schülern darüber diskutiert, ebenso den Schülerinnen. Herr Leiter Reber, wollen Sie noch ganz kurz darauf antworten? Ja, mich verwundert es ein bisschen, dass man sozusagen, dass einem das Kreuz fremd sein soll in Europa. Also ich glaube nicht, dass uns das Kreuz fremd ist. Im Gegenteil, wir sind von Kreuzen umgeben, wir sind mit dem Kreuz auch aufgewachsen, ich auch. Und es fehlt mir auch ein Aspekt. Wir haben ja die Trennung von Kirche und Staat. Und das ist ein großer Reichtum unserer Demokratie. Und bei diesen Aspekten, die das Kreuz heute symbolisiert, da fehlt mir auch einer. Und zwar, das ist jener der Aufklärung. Wir haben es in Europa geschafft, im Rahmen der Aufklärung, da hat es viele Vorreiter gegeben, und im Humanismus, dass wir es schaffen, diese Trennung zu haben. Und trotzdem sind wir aber Kulturchristen, ob wir nun, weiß Gott, wie religiös sind oder nicht, weil eben dieses, unsere Gesetze und auch unsere Verfassung aus diesem gesellschaftlichen Menschenbild herauskommt und auf dem fußt. Andere Religionen in anderen Ländern haben wir auch eine andere Gesetzgebung, die eben auch von der dortigen Religion durchdrungen ist. Herr Hochgruber, ist das vielleicht nicht auch ein bisschen eine scheinheilige Debatte, die hier teilweise geführt wird? Ich werfe auch Ihnen das jetzt mal indirekt so plakativ vor. Da wird zum einen für den Erhalt des Kreuzes in öffentlichen Gebäuden gewissermaßen gekämpft, aber andererseits die Kirchen waren deswegen trotzdem nicht voller. Einerseits werden die Kirchen nicht voller und andererseits habe ich den Eindruck, dass die Lega auf Staatsebene eine Politik verfolgt, die unchristlich ist. Ich habe den Eindruck, dass Lega-Chef Salvini, wenn er von den Migranten als Menschenfleisch spricht, die Menschenwürde ganz entschieden verletzt. Die Menschenwürde von Leuten, die herkommen, die aus einer gewissen Not, aus Kriegssituationen hier eine Unterkunft suchen. Und wir sagen, das christliche Menschenbild ist für uns das Wesentliche. Das widerspricht oder das könnte man auch als scheinheilig auslegen. Herr Leiter Reber, führen Sie einen scheinheiligen Kreuzzug gewissermaßen? Ich führe überhaupt keinen Kreuzzug. Und ich möchte mich da nicht jetzt auch nur auf die Lega konzentrieren. Aber Sie verteidigen ja auch. Ich verteidige die Gesetzeslage. Und auch die Forderung von Landeshauptmann Fugatti. Und ich muss auch sagen, wir haben ja das auch im Südtiroler Landtag, schon vor einigen Jahren war das Thema und da hat es zwei Gegenstimmen gegeben und die restlichen waren dafür, um auch die religiösen Symbole in der Öffentlichkeit zu stärken. Und da muss man sagen, da gibt es einen breiten Konsens und ich bin eigentlich recht froh darüber, dass es in Europa noch so ist, dass wir einen Konsens haben, dass uns das Kreuz nicht stört. Im Gegenteil, dass wir auch sagen, in die öffentlichen Einrichtungen verwenden wir es, weil einfach viel mehr auch damit verbunden ist. Aber Herr Leiter Reber, es gibt, das ist auch bei uns in Südtirol, da glaube ich, stimmen Sie mir beide zu, das ist Fakt, es gibt immer weniger Kirchgänger, abgesehen von Weihnachten und von Ostern, sage ich jetzt mal. Warum lohnt es sich dann noch für religiöse Symbole gewissermaßen diese einzufordern, zu kämpfen, wenn anscheinend die Religion, die katholische Lehre immer weniger Menschen auch bei uns in Südtirol begeistert? Ich glaube, das ist ein europäisches Phänomen, dass die Kirchgänger oder die Zahl der Kirchgänger rückläufig ist. Da sind wir nicht alleine. Es ist ein Zeichen der Zeit oder ein Ausdruck der Zeit, sicher auch. Ich gehöre auch dazu, nicht zu den regelmäßigen Kirchgängern, aber ich bin ein gläubiger Mensch und besuche auch
die Messe, aber eben auch nicht in dieser Regelmäßigkeit, wie es vielleicht meine Großeltern noch gemacht haben. Das bringt es mit sich. Aber ich glaube nicht, dass wir hier dann urteilen können, ob dann ein Kreuz dazugehört oder nicht. Ich glaube, dass es für viele sehr persönlich doch ein wahres und echtes Anliegen ist. Ich kann dem durchaus zustimmen, dass es ein gutes und wichtiges Anliegen dahinter ist. Und ich habe großen Respekt vor dem Kreuz. Für mich bedeutet das auch sehr viel. Zugleich möchte ich aber auch nicht, dass man die Religiosität am Kirchenbesuch aufhängt. Genau. Ich glaube, dass wir sehr wohl, dass Religiosität bei uns sehr wohl ein großes Fundament hat und sehr viele Menschen, gerade auch die Religion, wichtig für ihr Leben ist. Ich bin auf dem Weg hierher beim Weihnachtsmarkt vorbeigekommen. Einerseits natürlich sehr viel Kommerz und andererseits habe ich den Eindruck, dass hier auch eine große Sehnsucht deutlich wird. Eine große Sehnsucht nach Spiritualität, nach Religion. Ich glaube, dass die Kirche das durchaus auch aufgreifen sollte. Ich erinnere mich an den Film im Dom über das Christkind, der war zwar sehr umstritten, aber trotzdem war es eine Antwort vielleicht auf diese Sehnsucht, die in den Menschen da ist. Und ich habe den Eindruck, dass vielleicht diese Kreuzesdiskussion auch darauf zurückzuführen ist, dass Menschen durchaus erstens Religion brauchen, zweitens auch nach außen hin das sichtbar werden soll, aber zugleich auch, und das ist mein Bedenken, Parteien diese Haltung der Menschen sich zu eigen machen, um für sie selber Politik zu machen. Und da würde ich warnen davor, dieser Mann aus Nazareth, Jesus von Nazareth, hätte hier sicher nicht mitgemacht. Der Leiter des Seelsorgeamtes, Reinhard Demetz, meinte zu diesem Thema, das Kreuz wird als religiöses Symbol von der Lega missbraucht, um Menschen auszugrenzen, das hat ja auch Robert Hochgruber vorhin gesagt, zu polarisieren und Gegensätze aufzubauen. Wird hier also ganz bewusst das Kreuz als religiöses Symbol politisch missbraucht? Wie gesagt, die Absichten, die die Lega hat, man kann ja negative Absichten unterstellen und man kann es genauso positiv oder neutral sehen. Und ich sehe, das Thema ist neutral auf dem Parkett und ich möchte es auch so behandeln. Und wie ich davor schon betont habe, das ist ja ein wesentlicher Reichtum Europas, dass wir diese Trennung zwischen Kirche und Staat vollzogen haben, dass wir einen ganz offenen Umgang mit der Religion haben. Und eine Frucht dieser Aufklärung ist, und das ist auch ein Ausdruck des heutigen Kreuzes, die Religionskritik, dass wir offen Kritik an der Religion, an der Kirche auch üben dürfen. Das ist ja auch dort impliziert. Herr Leiter Reber, jetzt haben Sie aber nicht auf meine Frage geantwortet. Wird hier das Kreuz politisch missbraucht? Ich gehe nicht davon aus. Ich gehe nicht davon aus, weil ich es wirklich nicht nur bei der Lega das Thema sehe, sondern bei vielen Parteien in Europa, dass es einfach Thema ist, dass es auch von den Menschen ein Thema ist. Es gibt viele Themen, andere beschäftigen sich mehr damit, andere weniger. Aber ich wiederhole warum wird dann die grundsätzliche Haltung gegenüber Migranten nicht überdacht? Warum grenzt man Menschen aus? Mit diesem Kreuzeserlass könnte der Eindruck entstehen, dass die Guten sind für das Kreuz, damit es überall aufgehängt wird, und die anderen, sprich auch manche aus Vertreter der Kirche, sind die Bösen, weil die sind nicht dafür. Und da hier wird polarisiert, hier wird mit dem Kreuz Trennung geschaffen, und das wäre sehr schlecht. Ich glaube, dass das Kreuz ein zu gutes, zu schönes Symbol ist, als dass man es verwenden sollte für Ausgrenzung, für Gegeneinander sein. Ich sehe gerade, wenn, dann müssten wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ich sehe gerade bei uns in Südtirol, sehe ich das Kreuz überhaupt nicht trennend, sondern verbindend, wenn ich an die drei Volksgruppen denke in Südtirol. Und wir haben ein fragiles Zusammenleben und wir haben uns das erkämpft in den letzten Jahrzehnten. Da ist zum Beispiel das Kreuz ein verbindendes Symbol zwischen den drei Volksgruppen, die wir hier haben. Also das kann man schon sagen, dass hier eine Verbindung da ist. Viel besser, als es eine Trikolore oder ein Staatspräsident oder was immer auch man als Symbol verwenden möchte, dass das Kreuz ein viel näheres und echteres und ehrlicheres Symbol der Verständigung auch zwischen und der Gemeinsamkeit zwischen den Sprachgruppen und Volksgruppen, als es ein anderes wäre. Ich glaube, das, was Herr Hochgruber vorher zu formulieren versuchte, war ganz einfach, dass jene, die jetzt dafür eintreten, das Kreuz an öffentlichen Gebäuden, denn auch darum geht es ja, wir sprechen jetzt nicht mehr nur beim Vorschlag von Landeshauptmann Fugatti von Kruzifixen in Schulen, sondern in allen öffentlichen Gebäuden. Das würde Bahnhöfe betreffen, das würde Amtsgebäude betreffen und so weiter. Was Herr Hochgruber, glaube ich, vorhin formulieren wollte, ist auch, dass jene, die das fordern, das Kruzifix muss aufgehängt werden, die stehen nicht unbedingt auch für die christliche Nächstenliebe, weil sie beispielsweise gegen Migranten schimpfen.
Passt das noch zusammen? Also ich glaube, wer urteilen möchte, ob jemand ein guter Christ oder ein schlechter Christ ist, nein, das hat damit nichts zu tun. Und das müssen wir auch aus dieser Diskussion draußen halten. Umgekehrt gibt es ja auch Vorwürfe, die Kirche könnte in diesem Bereich mehr tun oder weniger tun. Also das möchte ich da gar nicht drinnen haben in dieser Diskussion. Aber trotzdem, und das kann ich auch sagen, für mich und auch für meine Partei, das ist einfach für uns völlig normal und auch dazugehört, dass wir das Kreuz als christliches Symbol und auch als Symbol Europas irgendwo auch in der Öffentlichkeit haben. Also da habe ich kein Problem damit. Mich stößt das nicht. Aber Europa besteht aus mehr Religionen als dem Christentum. Der Islam ist auch eine europäische Religion, die in Europa Fuß gefasst hat, schon seit Jahrhunderten. Es gibt andere Religionen, mit denen wir heute keine großen Probleme haben. Ich würde gerne ein Beispiel aus meiner Praxis als Religionslehrer ganz kurz bringen. Bitte. Ja. Und zwar, ich habe öfters Diskussionen in den Klassen und ich, wenn Schüler, meistens sind es Buben, der Meinung sind, wir müssen ein Kreuz aufhängen, dann sage ich ja, gerne. Allerdings, wenn ein Schüler einer anderen Religionsgemeinschaft in der Klasse ist, dann müssen wir auch aufgrund der Religionsfreiheit ein Symbol dieser Religion aufhängen. Das haben wir auch getan. Wir haben ein Kreuz aufgehängt in einer Klasse. Wir haben dazu das Allahu Akbar, den Gebetsruf der Muslime, dazugehängt in einer Tonscheibe. Das heißt, hier wird deutlich, dass wir alle zusammengehören. Dann könnte das Symbol, das Kreuz auch etwas Verbindendes sein. Denn dann sind wir alle in einer religiösen Gemeinschaft. Herr Leiter-Reber, kommt zum Beispiel so ein Versuch, den Herr Hochgruber als Religionslehrer in seiner Schule durchgeführt hat, einem Kniefall gewissermaßen gleich vor anders oder Nichtgläubigen? Nein, ich glaube nur nicht, dass es gesetzlich, wie Sie gesagt haben, vorgeschrieben ist, dass man dann ein anderes Symbol auch muss. Vorgeschrieben ist es nicht. Eben. Aber Sie tun das in der Klasse. Ja, aber ich sage nur, weil Sie haben gesagt, es ist gesetzlich, wir machen das nach dem Gesetz. Das wollte ich nicht sagen. Was halten Sie denn von so einem Experiment? Ich muss dazu sagen, wenn wir von den Religionen sprechen in Europa, dann kann man aber schon sagen, dass die große Mehrheit in Europa einfach christlich geprägt ist. Für das steht auch der Kontinent. Wenn man jetzt müsste einteilen, für was die einzelnen Kontinenten stehen, dann steht das zweifelsohne für das Christentum und auch für das aufgeklärte Christentum und auch für die laizistischen Staaten, die wir haben. Und da muss ich sagen, dann werden wir diese Symbole, zu diesen Symbolen doch auch stehen können und sie einfach auch als neutrale, passive Symbole sehen können. Es wird kein Schüler dadurch besser oder schlechter. Es drückt einfach aus unsere Wurzeln und unsere Geschichte. Aber mit all ihren negativen und positiven Facetten. Aber die Religionsfreiheit ist auch zu achten. Natürlich, die Religionsfreiheit gehört zu unseren aufklärerischen also sollte auch ein tragen auch wir in der Politik der Verantwortung, dass die Religionsfreiheit gewährleistet ist. Und auch die Religionskritik. Und wenn Sie sagen, der Islam hat Fuß gefasst in Europa, dann müssen wir ihm der gleichen Kritik aussetzen, wie wir auch die katholische Kirche und andere Kirchen aussetzen. Das ist gar keine Frage. Herr Hochgruber, Herr Hochgruber. Aber wären Sie einverstanden, wenn in einer Klasse ein Symbol des Islam, ein Symbol der katholischen Kirche obliegt, daneben hängt? Das obliegt natürlich Ihnen als Religionslehrer, da werde ich Ihnen nicht in Ihre Arbeit hineinreden. Ich bin zuständig für die Gesetze, wenn es darum geht, für Südtirol ein Gesetz, da werde ich meine Stimme abgeben dazu. Gut. Herr Hochgruber, jetzt ist es ja auch so, dass einige auch sagen, ja, mit dem Kreuz beginnt die ganze Debatte. Und übermorgen beispielsweise gibt es dann irgendwann keine Nikolausfeier mehr, es gibt dann keine Weihnachtsfeier mehr, man spricht nun mal von Winterfeiern und dergleichen. Besteht nicht tatsächlich auch diese Gefahr, dass wenn man zu viel, sage ich jetzt mal zu viel, Toleranz gegenüber eben anders oder Nichtgläubigen zeigt, dass dann die eigentlichen, ursprünglichen, religiösen Bräuche und Symbole dann tatsächlich in Vergessenheit geraten? Ich habe diese Angst nicht. Ich bin überzeugt, dass das Christentum in unserem Lande, in Europa tief verwurzelt ist und dass die christlichen Werte von sehr, sehr vielen Menschen gelebt werden und praktiziert werden, jeden Tag. Das, glaube ich, ist etwas Großartiges. Ich glaube, dass unsere Religion in Frage gestellt würde, wenn wir die anderen nicht gleichberechtigt behandeln würden. Wenn wir die anderen nicht auch so sein lassen würden, wie sie sind. Ich erinnere an die Zeit der Täufer, der Hutterer. Dort wurden sie ermordet und hinausgetrieben. Die evangelische Kirche hatte große Schwierigkeiten, noch vor 150 Jahren hier in Bozen eine Kirche zu bauen. Ich glaube, dass es heute, wenn wir einen Gebetsraum einrichten für Muslime, es gibt zwar derzeit keine Schwierigkeiten mehr, aber ich möchte sehen, wenn ein Minarett erstellt würde.
Ich glaube, dass die Religionen gleichberechtigt sein sollten und dass das hier nicht eine Frage von Mehrheit oder Minderheit sein sollen darf. Sollen Religionen komplett gleichberechtigt sein? Na, ich stelle nur fest, dass zum Beispiel die Diskussionen, wie inwieweit soll das Christentum oder unsere christlichen Werte in der Schule noch Platz haben oder nicht, die sind ja teilweise schon angekommen. Sie haben kein Problem damit, aber es gibt zum Beispiel auch schon in Kindergärten Diskussionen darüber, welche Lieder werden zu Weihnachten in der Weihnachtszeit oder in der Adventszeit gesungen. Singen wir nur mehr O Tannenbaum, weil da das Christkind als solches nicht vorkommt, oder singen wir auch Ihr Kinderlein kommet, weil da die Krippe und das Jesuskind vorkommt. Und da fängt man ja auch schon an zu sagen, können wir das allen zumuten oder nicht? Und irgendwo muss ich da schon sagen, frage ich mich, tut das wirklich, ist da wirklich ein Problem vorhanden, dass wir hier jemanden vor den Kopf stoßen? Also meines Erachtens nicht, weil ich glaube, das gehört irgendwo auch dazu. Wir haben bei der Weihnachtsfeier vor einem Jahr, ich habe dort die christliche Sichtweise des Weihnachtsfestes, die jüdische und die muslimische dargelegt. Und wir haben das Weihnachtsevangelium gelesen. Gar kein Problem. Ich glaube, dass es hier ein Zusammengehen aller Religionen gibt, weil es ja grundsätzlich um die Spiritualität geht, die wir leben. Und wenn ein Mensch religiös ist, dann halte ich das für sehr, sehr wichtig und gut. Problematisch bleibt es nur, wenn die Religion missbraucht wird. Und die kann im Islam missbraucht werden, was leider geschieht, aber leider auch im Christentum. Das Kreuz hat ja hier ganz unterschiedliche Konnotation oder Zusammenhänge. Mhm. Einerseits wurde es als Zeichen des Friedens und andererseits auch als Zeichen der Gewalt verwendet. Das heißt, so einfach ist es mit dem Kreuz nicht. Ich bin auch für das Kreuz, aber wenn, dann sollte es freiwillig sein. Wir haben es nicht notwendig, so einen Erlass für Südtirol zu bekommen, weil damit nicht wirklich die Grundeinstellung des Christentums gefördert wird. Dann müssen Sie aber auch konsequent sein und die derzeitige Regelung abschaffen. Die derzeitige Regelung wird so ausgelegt, dass jede Schule das so macht, wie sie es für richtig findet. So gesehen. Das finde ich gut. So gesehen, rein aber ja, gesetzlich nicht. Also rein gesetzlich vom italienischen Staat her wäre es vorgesehen. Also müsste man das halt abschaffen, wenn man da konsequent wäre. Es gibt ja auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, das vor 7 Jahren auch dem Staat Italien das Recht zusprach, durchaus Kruzifixe hängen zu lassen. Damals hatte eine Mutter aus Finnland gegen den Staat Italien geklagt. Und damals hat der Europäische Gerichtshof beispielsweise das Urteil so lautend formuliert, es lasse sich nicht beweisen, dass ein Kruzifix an einer Wand einen Einfluss auf Schüler habe. Gut, aber wenn man jetzt diesen Vorschlag aus dem Trentino übernimmt und ein bisschen weiterdenkt, jetzt haben wir in diesen Tagen haben die Koalitionsverhandlungen gewissermaßen Fahrt aufgenommen zwischen der SVP und der Lega. Es bahnt sich eine SVP-Lega-Regierung in Südtirol an. Könnte dann auch das hier bei uns Thema werden, das, was der Lega-Landeshauptmann Maurizio Fugatti im Trentino will, das Kruzifix in allen öffentlichen Gebäuden und vor allem in den Schulen und beispielsweise jetzt auch zur Adventszeit meinte er ja auch, Weihnachtskrippen sollen endlich wieder in den Schulen gebastelt werden. Wäre das sinnvoll, auch für Südtirol? Ich habe es Ihnen vorher schon erzählt, ich habe vor vielen Jahren ja auch einige Zeit unterrichtet und da haben wir auch Weihnachtskrippen im Unterricht gebastelt. Das war kein Problem und ich denke, das wird in vielen Schulen auch immer noch so gehandhabt. Das heißt, dass die Diskussion jetzt auch in Südtirol stattfindet, dann wäre es eine Wiederholung dessen, was wir vor einigen Jahren schon hatten. Da hatten wir die gleiche Diskussion ja auch schon einmal. Also die Diskussion wird uns, glaube ich, begleiten. Und wenn die Frage darauf abzielt, wie werden sich die Freiheitlichen bei so einem Vorschlag zum Beispiel verhalten, dann werde ich klar sagen, ich kann ohne mit Fug und Recht behaupten, dass ich das unterstützen kann, weil ich da diesen Widerspruch nicht sehe. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir einfach die Wertigkeit des Kreuzes in diesem aufgeklärten Sinn einfach auch damit zum Ausdruck bringen. 20.42 Uhr, die letzte Fragerunde noch an beide Herren. Erfolgt durch eine solche Debatte auch eine Art Radikalisierung vielleicht auf beiden Seiten? Oder vielleicht auf drei Seiten, sage ich mal. Es gibt ja nicht nur die Andersgläubigen, sondern auch die Nichtgläubigen. Ja, ich glaube, dass es hier meiner Meinung nach zu keiner Radikalisierung kommt. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen ganz andere Probleme haben. Und die sollten wir angehen. Das ist eine vorgeschobene Diskussion, die im Grunde genommen nur einmal als Luftblase daherkommt. Ich glaube, ich würde es bedauern, wenn Südtirol so etwas vorgesehen würde. Ich glaube, dass es uns vom christlichen Grundhaltung nicht weiterführt.
dass wir hier keine Vertiefung im Glauben haben. Da gäbe es viele andere Möglichkeiten. Und ich glaube, dass es wichtig wäre, mit den Muslimen in Kontakt zu treten, mit den Atheisten in Kontakt zu treten. Ich glaube, dass da in der Schule eine gute Möglichkeit herrscht. Ein offener Religionsunterricht hat hier sehr viele Aufgaben und soll sie und muss sie auch nützen. Die gleiche Frage abschließend auch an Sie, Andreas Leiter-Reber. Wir haben mit Robert Hochgruber begonnen. Erfolgt eine Radikalisierung durch eine Kruzifixdebatte in Ihren Augen? Nein, und ich muss zustimmen, und das, glaube ich, weiß jeder, dass es für den Bürger ganz andere Probleme gibt. Das ist klar, die sind zu lösen, die sind politisch auch anzugehen. Aber trotzdem ist auch eine Diskussion über das Kreuz, die ja ganz klar verbunden ist mit einer Diskussion über Werte und über Wertvorstellung, dass die dann auch wichtig ist und dass man die auch führen soll, gerade auch für die Zukunft. Denn wenn wir alles abschaffen und sozusagen alles wertbefreien, dann glaube ich, wäre die Zukunft für Europa und auch für Südtirol eine düstere. Gut, dann lassen wir das jetzt so mal im Raum stehen als Schlusswort gewissermaßen. Ich bedanke mich recht herzlich für diese Diskussion bei Robert Hochgruber, Religionslehrer und Mitglied der Diözesan-Synode, und bei Andreas Leiter-Reber, Neolandtagsabgeordneter und Obmann der Freiheitlichen. Ich denke, diese Diskussion über das Kreuz in Klassenräumen wird uns wohl noch öfters begleiten. Und in diesem Sinne kann ich jetzt nur noch auf etwas hinweisen, nämlich, dass wir jetzt im Fernsehprogramm nicht mehr weiter diskutieren, sondern informieren. Wir zeigen Ihnen jetzt gleich nämlich Spuren des Ersten Weltkrieges. In diesem Sinne noch einen angenehmen Fernsehabend. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.